Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, ich glaube, es ist ein denkwürdiger Tag. Hier hat sich heute Morgen ein einmaliger Vorgang abgespielt. Der Ausschuss hat mit der Ausschussmehrheit beschlossen, einen V-Mann einzusetzen, um originäre Aufgaben des Untersuchungsausschusses wahrzunehmen. Im Hinblick auf die Selektorenlisten gibt es keine zwei Meinungen, dass diese eindeutig in unseren Untersuchungsauftrag fallen. Trotzdem dürfen wir sie nicht angucken als gewählte Abgeordnete, sondern es werden jetzt irgendwelche Leute bestimmt, die das machen. Ich sage ausdrücklich, ich wende mich nicht gegen die Person, die da jetzt ausgewählt wurde. Auch die anderen, die im Gespräch waren, alles redliche und ehrenwerte Menschen. Wir wehren uns gegen das Konstrukt. Und das Konstrukt ist wirklich bemerkenswert. Es ist sich im Bundeskanzleramt ausgedacht worden. Es wird ja auch durchaus mit Stolz berichtet, dass sich der Chef des Bundeskanzleramts sich das ausgedacht hat. Und diese Person soll jetzt originäre Aufgaben des Untersuchungsausschusses wahrnehmen. Das kann nicht richtig sein. Und ich glaube, nachdem man das Interview gestern auf Spiegel Online von Herrn Graulich gelesen hat, wird einem auch klar, in wessen Auftrag er unterwegs ist. Nicht etwa der Untersuchungsausschuss hat festgelegt, wer die Bundesregierung in Fragen der Selektorenlisten kontrollieren soll, sondern die Bundesregierung wird das festlegen. Der Beschluss hier heute Morgen, den Herr Fliesek hier eben noch so verteidigt hat, der ist letztlich bedeutungslos, weil am Ende des Tages bestimmt eben die Bundesregierung, wer diese Listen anguckt. Und Herr Graulich hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich auch ausschließlich gegenüber der Bundesregierung loyal versteht. Es ist überhaupt nicht klar, ob er dem Gremium hier berichtet. Darauf haben wir keinen Anspruch, wie auch. Wir beauftragen ihn ja gar nicht. Das hat er auch noch mal klargestellt. Und insofern hängt es einfach vom Gutdünken der Bundesregierung ab, was im Hinblick auf diese Listen passiert. Das ist insofern maximal kurios, weil parallel zu unserer Aufklärungsarbeit hier Leak-Plattformen und die Presse-Selektoren veröffentlicht. Also sozusagen durch Leaks wird jetzt die Öffentlichkeit informiert, was eigentlich hier in einem parlamentarischen, geordneten, rechtlich gewollten Verfahren erfolgen müsste. Und ich glaube, das schadet auch dem Ansehen dieses Hauses und auch dem Ansehen der Bundesregierung, dass man hier eben eher darauf setzt, zu verschleiern und zu vertuschen, als die Aufklärung, die versprochen wurde, in viele Kameras wirklich voranzutreiben. Warum treibt die Bundesregierung die Aufklärung nicht voran? Und man kann da Parallelen ziehen zwischen den Selektorenlisten und einem anderen Projekt, das ganz ähnlich parallel liegt von der Problematik Monkey Shoulder. Sie tut das nicht, weil ihr diese Vorgänge maximal peinlich sind, weil sie offenbaren, dass man während des Bundestagswahlkampfes 2013 nach den Snowden-Veröffentlichungen die Leute hinters Licht geführt hat, die Öffentlichkeit manipuliert hat, eben nicht gesagt hat, was ist, was man wusste, woran man beteiligt war, sondern eben die Unwahrheit erzählt hat, ganz ähnlich wie bei dem sogenannten No-Spy-Abkommen. Und das versucht man hier unter den Teppich zu kehren. Dafür denkt man sich V-Männer, Sonderermittler, Personen sui generis aus, um eben hier die Öffentlichkeit von dieser traurigen Wahrheit fernzuhalten. Das können wir nicht akzeptieren. Wir werden dagegen klagen. Jetzt über den Sommer werden wir die Klage einreichen. Eine Bundesverfassungsgerichtsklage ist keine Sache von ein paar Stunden, dass man sich da zusammensetzt, sondern das will gut vorbereitet sein. Und darauf werden wir jetzt viel Kraft verwenden. Im Hinblick auf die Verfahrensfragen bei Monkey Shoulder werden wir in den nächsten Tagen und Wochen prüfen, wie wir uns genau verhalten. Ich persönlich, das ist mein letzter Gedanke, finde es extrem bedauerlich, dass hier die Abgeordneten der Großen Koalition aus Schutz sozusagen vor ihrer Führungsriege, die in Regierungsverantwortung ist, sich hier instrumentalisieren lässt, um die Rechte des Parlaments zu beschneiden. Wenn man sich anguckt, mit welchem Werf
Sigmar Gabriel im Bundestagswahlkampf Aufklärung versprochen hat, wie er nach dem Öffentlichwerden dieser Selektorenlistenproblematik gesprochen hat, dass das Parlament auf jeden Fall diese Listen bekommt. Da zeigt sich, man fällt um. Das kann man vielleicht verstehen, dass der Vizekanzler am Ende des Tages am Kabinettstisch von Frau Merkel dann wieder ganz kleinlaut wird, dass die Abgeordneten der Großen Koalition bei den Mehrheitsverhältnissen hier im Parlament das mitmachen, ist ein Armutszeugnis. Herzlichen Dank. Was erwarten Sie in der Bundesregierung angesichts der neuen Enthüllungen über Spionage bei verschiedenen Ministerien? Also wir haben heute Morgen, wollten wir Herrn Altmaier hierher zitieren, weil wir es einfach kurios finden, dass die Bundesregierung immer noch propagiert, ein Konsultationsverfahren mit Diensten und einer Regierung, die sie selbst vom Vizekanzler über Ministerien bis zum Finanzminister überwacht, mit Selektoren, die dann genau diese Leute konsultieren wollen. Das ist auch ein maximal kurioser Vorgang. Deswegen wollten wir Herrn Altmaier zitieren. Man ist uns dann von Bundesregierungsseite entgegengekommen und hat gesagt, es gebe im Augenblick Gespräche, das Ganze zu bewerten. Und Herr Fritsche würde im Laufe des Tages kommen und dem Ausschuss erläutern, wie der Kenntnisstand der Bundesregierung ist. Nur ich glaube, es wäre naiv von uns allen zu denken, dass die Bundesregierung um diese Problematik, dass sie im Fokus von Falteisüberwachungen steht, erst gestern Abend um 19 Uhr von WikiLeaks oder der Süddeutschen Zeitung erfahren hätte. Man weiß um diese Problematik natürlich sehr viel länger. Man hat nur gescheut, es der Öffentlichkeit zu sagen. Deswegen, ich glaube, die Bundesregierung könnte sprechfähig sein, wenn sie es denn wollte. Sie will es nicht. Ich glaube, der Generalbundesanwalt muss ermitteln. Und wir müssen insgesamt eben klären, ob wir bereit sind, das zu akzeptieren. Das ist eine relevante Frage. Wenn ich lese heute Morgen, dass Herr Gabriel sagt, ja letztlich, also wir werden alle überwacht, sind wir nicht alle ein bisschen Bluner? Das ist eine irre Äußerung. Wenn man sich anguckt, mit welchen Argumentationen der Öffentlichkeit bestimmte Vorgänge in der Regierung vorenthalten werden, ja, aus Transparenzgesichtspunkten und so weiter. Und wenn es um andere Nachrichtendienste geht, dann sagt man, tja, die hören uns schon mal ab, das habe ich schon immer gewusst. Das sind einfach irre Aussagen und in einem Rechtsstaat geht das einfach nicht. Und man fragt sich, wozu man eine Spionageabwehr hat, warum man überhaupt um Vertraulichkeit bemüht ist. Also ich glaube, in dieser Diskussion nimmt die Bundesregierung und zwar sowohl der Vizekanzler als auch die Kanzlerin massiven Schaden, weil eben völlig klar wird, dass hier europäische und deutsche Interessen massiv verletzt werden. Rechnen Sie denn damit, dass der Generalbundesanwalt diesmal entschlossener vorgeht als bisher? Ich rechne beim Generalbundesanwalt mit nichts mehr fest. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man bemüht ist, Recht und Gesetz irgendwie durchzusetzen bei der Generalbundesanwaltschaft. Und insofern, ja, man soll die Gewaltenteilung achten und ich tue das. Es liegt in seinem Ermessen, wie er sich gegenüber diesen Vorgängen verhält. Aber ich glaube, das Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit ist verheerend, dass man eben bei solchen Vorgängen, solchen gravierenden Vorgängen sozusagen mit den Schultern zuckt und die Hände in den Schoß legt. Das ist inakzeptabel und wirft ein trauriges Licht auf die Art und Weise, wie hier Recht und Gesetz durchgesetzt werden. Vielen Dank.